Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge Star Stable Neue Abenteuer. Und ja, wie ihr seht, wir haben einen Zeitsprung gemacht. Wir sind wieder im Winter. Wir sind im Winter 2023. Nein, es ist jetzt, ich weiß nicht, wie gesagt, wann die Folge auch rauskommen wird. Das wird schon eine Weile dauern, denke ich mal. Wahrscheinlich haben wir dann schon fast Sommer. Ja, wir sind noch im Februar, denn Star Stable hat nach der großen Resonanz der Spieler jetzt für den ganzen Februar 2023 den Schnee nochmal zurückgeholt. Das heißt, die Polarlichter sind wieder da, der tolle Schnee, dieses Eisarten, das ist so, ah, schön, da können wir das nochmal hier genießen. Ja, da scheint Star Stable mal wieder was richtig Tolles gemacht zu haben. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir wollten, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Quest wir verfolgen wollten. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Genau, wir kriegen ein neues Springreiten, das machen wir aber jetzt nicht. Das ist nämlich das bei den Silverglade-Feldern, bei Steve's Farm. Das ist das heutige Update. Ja, ich nehme das heute am 1.2. auf. Das ist das Update gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir denn letztes Mal gemacht? Das war jetzt einen Tag dazwischen, wo ich nicht aufgenommen habe, weil ich leider nicht Zeit hatte. Ach, wir lassen uns treiben. Wisst ihr was? Wir lassen uns treiben. Wir machen erstmal die kleinen Aufgaben. Wir können mal gucken täglich. Was? Okay. Ich würde sagen, wir machen es so wie bei der letzten Folge. Ich werde jetzt mal einen kleinen Speedrun einlegen und danach machen wir dann eine mal die Quest, weil es ist echt eine Menge. Ja, gut, also dann einmal Speedrun.
Ja, da bin ich leider auf die falsche Taste eben gekommen. Hab leider dadurch die Aufnahme abgebrochen, aber egal, ich war ja eh fertig. Ihr habt jetzt nicht viel verpasst, beziehungsweise nur, dass ich da vorne hinreiten. So, wo gehen wir da jetzt hin? Ich würde sagen, nach Firegrove, das ist ja das. Oder nach. Nee, wir gehen nach Veldale. Weil wir müssen ja gucken, dass wir die Soul Rider, also mit dem. Mit den. Oh Gott, die. Mit dem. Okay, wir gehen erstmal nach Veldale. Erstmal nach Veldale. Oh, jetzt hab ich krass. Weil ich jetzt so viele anderes im Kopf hatte, hier fertig zu werden, bloß. Weil wir haben relativ spät, ich mach das Nimm halt gerade nach der Arbeit auf und wir haben schon, ja, kurz vor 22:30. Ich glaube aber, hier gibt es nicht wirklich was. Bewahre Aidens, genau. Aber hier gibt es nichts. Doch. War das die Quest oder? Das war eine Quest. Doch, Bewahre Aidens war das, glaube ich, eine Quest, die ich hier entgegennehmen kann. Weil Elizabeth kommen nicht weiter. Ich glaube, war das so, dass bei Avalon noch eine Quest auf war oder nicht? Ja, doch, bei Avalon ist eine Quest auf. Der ist der Einzige, der hier nämlich in der Ecke. Ja, genau. Dann nehmen wir nämlich dem seine Quest an, machen die weiter. Zumindest so weit, wie es geht. Das Gebräu ist fertig. Heute brauchen wir die letzten zwei Zutaten für die Kur. Kannst du mir noch einem nochmal helfen? Okay. Ah, das war sowieso für Firegrove. Aber das ist für die Bewahre Aidens ja auch. Das ist schon mal gut. Das ist das Blatt einer Wasserlilie und den Dorn eines Dornbusches. Ja, wenn du mir sagst, wo die finden. Hier im Wälder wachsen Wasserlilien, gleich drüben mit dem Schilf. Die Wasserlilien. Die Dornblumenhallen. Letztes zum Observatorium. Wenn man die Dornen falsch vorbereitet, können sie sehr giftig sein. Aber wenn man sie richtig behandelt, kann man sie. Brauche sie auf der Stelle. Ja, supi. Ja, gut. Okay. Da es mit den Bewahrern Aidens EP gibt, wäre es schön blöd, das nicht zu machen. Wenn wir mal Richtung Observatorium reiten. Das ist keine, die, nicht das, was ich suche. Das hier brauchen wir. Das nehmen wir zwar auch gerne, aber ja. So, wir haben das gekriegt. Den Stern da unten drunter, den lasse ich noch immer noch, wo er ist. Der juckt mich nicht. Da kommen wir noch irgendwann hin. Jetzt müssen wir zum Observatorium hochreiten. Das ist eine gute Ecke hin, sage ich ganz ehrlich. Und wir haben halt keinen Transporter in in die Richtung. Ja, gut. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen reiten. Eine Ecke reiten. Was mich jetzt auch bei den Aufgaben jetzt wieder tierisch genervt hat, waren die blöden Hühner. Oh, ey, ich hätte am liebsten wäre ich wieder die Wand hochgerannt. Weil die blöden Viecher haben mich so angenervt. Oh. Krank. Ah, mir fällt gerade ein, ich hätte doch noch eine Quest gehabt. Mal sehen, wie weit wir mit dieser Quest kommen. Wir haben ja nicht nur Firegrove, wir haben ja noch bei der. Hier bei Silverglade ist ja noch eine Quest. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht schiebe ich die auf die nächste Folge, also auf die übernächste Folge, sagen wir es eher so. So, wenn wir gerade hier sind, würde ich das gerne nutzen. Ich denke mal, ich werde mich von hier nach Moorland porten und dann den Transporter Richtung Veldale wieder nehmen. Genug halt. Gelddüft geht ja gerade so. Färberröte haben wir wieder genug. Also Färberröte ist krass, wie viel wir kriegen. Was uns fehlt, ist halt Moos. Ich überlege mal, ob ich nicht irgendwann mal so eine kleine Suchrunde nur mache. So, ich würde nämlich gerne die Quest hier beginnen. Denn das Observatorium freizuschalten brauchen wir auch später, glaube ich, fürs. Das ist ja die AAE, die wir hier freischalten. Das brauchen wir, glaube ich, später auch fürs Dinotal. So, dann schauen wir mal. Hier mal kann dann für mehr Monate mit niemandem sprechen. Vielleicht ab und zu mal mit einem Lemming oder so.
Okay, ich weiß, worum es hier geht. Ich weiß, worum es hier geht. Ich überlege gerade, weil ich muss mich halt ein bisschen ranhalten, wenn ich jetzt heute noch die zweite Folge aufnehmen will, halt die mit, wo wir dann die Soul Rider Quest dann anfangen wieder, ja doch, weitermachen. Soul Rider-Reihe weitermachen, dann muss ich mich ein bisschen ranhalten, weil sonst habe ich nämlich am Ende morgen das Problem, dass die Quest nicht weitergeht. Das finde ich ein bisschen blöd bei Star Stable, dass da dieser Stichpunkt immer Mitternacht ist, genau. Finde ich ein bisschen. Oh nee, das war ja die Ecke hier. Kann ich hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, hier liegt irgendein Stein. Okay, der ist uninteressant. Können wir hier runtergleiten? Sliden? Ja. Birdie ist nicht aktiv, also können wir den auch schon mal links liegen lassen. Der ist immer nur zu bestimmten Zeiten aktiv. Muss mal gucken, wie weit wir kommen, sonst hänge ich, werde ich Avalons Quest nur abgeben und die demnächst in Firegrove machen. Ich würde auch sagen, ich glaube, die gebe ich auch gleich einfach so ab. Die werden wir jetzt erstmal links liegen lassen, nur abgeben dann zum Schluss. Die Quest hier ist jetzt ein bisschen wichtiger. Das wird uns nämlich eine Abkürzung verschaffen, hoch zum Observatorium und auch nach Veldel. Weil wir sparen doch ein bisschen Zeit, wenn wir da über das Observatorium nach Veldel flitzen. Zumindest habe ich immer das Gefühl davon. Und für die Runde brauchen wir das eh, wenn wir die Reitrunde machen sollten. Wir sind viel zu weit rechts. So, natürlich klar, dass es über Silverglade läuft. Zumindest die Quest schon mal anfangen, dann können wir die ja morgen in Ruhe weiterführen. Mal sehen, wie viel Uhr wir jetzt haben. Oh ja, ich würde sagen, wir werden gleich mal. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich so lange brauche für die ganzen Sachen. Aber naja. Gut, vielleicht, ja gut, notfalls mache ich halt ein bisschen kürzer in der nächsten Folge, weil wir müssen nur im Garten das machen und halt die Soul Rider Quest, das ist das Wichtigste. Ja, ich habe mal das Plan gehalten, das war ein richtiger Pferdejob, nicht so gut, der soll. Mal geschrieben, da der Baumeister, den wir bestellt haben, endlich gekommen ist. Und jetzt will, dass Mario ihm das Observatorium zeigt. Jetzt, wo du hier bist, kannst du ihm vielleicht helfen. Sprich mal mit. Er steht dort beim Brunnen. Okay. Ist das. Oh, Olaf. Okay. Nein. Okay, gut, wir müssen nicht ganz hoch reiten, zum Glück. Das ist ein Vorteil. Oh, warte mal, wenn wir hier sind, dann können wir mal gleich mal gucken. Ich wollte nämlich hier mal gucken, ob wir hier 50 kostet die. Wir haben jetzt 46, ne, 45 haben wir. So. Ich muss das unbedingt mal ausrechnen, wie viel wir insgesamt brauchen. So, da drinnen lassen wir mal links liegen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Wir lassen die wichtig, die. Na gut, die in Silverglade und im Landgut wären nicht verkehrt, weil je schneller wir das da weg haben, so besser ist es. Wir sind ja bei Silverglade und ja, bei der Bobcats werden wir morgen wahrscheinlich ein Level-Up haben oder übermorgen. Ruf und Silverglade. Wo sind wir denn? Ja, hier. Mordanstelle, hier ist Silverglade. Wir sind. Ja, Landgut sind wir sehr weit. Das wäre nicht verkehrt. So, wo ist denn da die Fotostation? Da ist der Fotopunkt. Okay. So, einmal. Ein Tunnel kannst du schon mal vergessen. Eine Straße kannst du auch schon vergessen. Wir wissen, was wir hier machen werden. So, was haben wir denn hier? Da vorne ist der nächste. Ach, ich habe jetzt gemerkt, das Problem ist,
Was ich gemerkt habe, ist, dass Sandboxy hiermit nicht mehr läuft mit Star Stable. Irgendwas spinnt das. Star Stable schaltet sich momentan wieder ab. Da war irgendwie letztens ein Update. Ich weiß nicht, ob es mit Sandboxy zusammenhängt oder mit Star Stable, weil seit dem jetzigen, heutigen Update spinnt Sandboxy in der Hinsicht. Vielleicht muss es geupdatet werden. Hat er das schon gemacht? Hä? Steht der schon hier? Wo steht der denn jetzt? Ach, da unten steht der schon. Das hat dem gereicht, die zwei Fotos? Das hat auch mehr angezeigt. Ja gut, okay, nimm mich hin. Habe ich kein Problem mit. Guck mal, schöne Fotos. Jetzt habe ich nachher. Berg ist zu steil, um eine Straße zu bauen. Ein Tunnel ist zu teuer. Aber dieser alte Betonklotz, den du gefunden hast, ist ein altes Fundament für eine Seilbahn. Das muss mal eine Seilbahn zum Turm gegeben haben. Uns geschickt anstellen. Wir bauen eine Seilbahn. Ich sage, dass das die beste Alternative ist. Und ich bin Ingenieur. Ja, also, ja, von wegen Ingenieure immer recht haben. Okay, dann machen wir mal alle GPS-Sender ran. Wenn das nur so einfach wäre mit einer Seilbahn bauen. da ist der nächste. So, da ist noch eine. Ja, dann wird langsam Jorvik mit dem, bekommt dann die Skyline sozusagen, die wir schon von vornherein kennen. So, der vorletzte und der letzte müsste eigentlich da oben liegen, ne? Ja, da ist der letzte, genau. Hallo? Ach, hier um die Ecke. Da. So, dann haben wir das auch geschafft. Das ist auch schon so lange her, wo ich das gemacht habe. Aber selbst damals war es schon, habe ich mich schon gefreut, dass diese Seilbahn gebaut war. Och, das hat so viel erleichtert in der Hinsicht nach Hochreiten. Jedes Mal zum Observatorium und diesen Weg dann zu öffnen und diesen Rundkurs, den ich immer mache. Das war so praktisch. Und das werden wir hier dann auch später haben. Das wird uns sehr, sehr viel Weg sparen. Auch, weil dann müssen wir nicht mehr durch den ganzen Hollywoods rennen. Ja. Zu beschädigen, zu schlecht kannst du. Wir müssen neue bauen. Dazu müssen die alten aber erstmal weg. Soll man Dynamit benutzen? Nein, das ist nicht schwer. Lies diese Brücke. Au! Oh, ja, okay. Jetzt erinnere ich mich wieder daran. Aua. Aber das ist sogar für Silvergrade Village. Das ist natürlich gut. Okay, dann sprengen wir die Dinger mal weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Drei, zwei, eins. Ja, komm, wir rennen zum nächsten. Eins, bumm. Da ist der erste gesprengt. Da ist der nächste gleich fällig. Sprengen wir schön eine nach der andere. Da ist der zweite weg. Jetzt gleich dürfte Nummer 3 explodieren. Ja, das dürfte jetzt gleich Nummer 4 und dann ist Nummer 5 dran. Komm, reit weg. Bumm. Und Nummer 5. Time to say goodbye. Bumm. Alle gesprengt. So, was haben wir jetzt? Na gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das schaffen wir noch. Zu früh abgebremst. Schade, schade, schade. So, ich würde auch sagen, morgen wird unser lieber...
Morgen wird unser lieber Desert Soul wahrscheinlich Level 15 erreichen. Ein bisschen geplant, wenn du weg warst. Wir brauchen jetzt eine Seilbahn. Ich habe eine gesucht, die ich kaufen will. Sie ist komplett eingefahren und super billig. Ich habe eine Bestellung geschrieben, einmal zu Derek und bitte ihn, sie abzuschicken. Ich denke mal, das wird das über den Tag dauern wahrscheinlich. Das heißt, hier haben wir eine Sorge weniger. Das ist gut, dass sie dann über den Tag dauern wird. Dadurch haben wir das hier auch weg. Die Sorge, dann können wir wahrscheinlich als nächstes doch noch zu Avalon wieder zurück und ihm das geben. Mal sehen, ob das auch über den Tag läuft. So Questen sind manchmal ganz praktisch, wenn die über den Tag laufen. Weil dann kann man nämlich noch zwischendrin davor und danach oder danach immer noch die Aufgaben machen, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Diese Tagesaufgaben, dass wir wirklich. Boah, Silverglade. Ja, das hat uns ein bisschen was gebracht. Man sieht schon 4630. Ich denke mal, dass wir bald richtig, dass wir eventuell spätestens jetzt am Wochenende oder Anfang der nächsten Woche Silverglade komplett fertig sind. Also mit dem Ruf. Vielleicht Moorland wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Da kriegen wir nicht so viel, außer wir machen die Quest mit Frau Holzwaffen und so. In die Alpen, du hast Glück. Ich wollte gerade einladen. Komm morgen zurück, dann kannst du vielleicht eine. Hast du eine Antwort? Sehr schön. Ja, gut, dann werden wir mal Richtung. Wo war denn mal der Transporter hier? War der nicht? Ach komm, wir nehmen jetzt hier den. Wir nehmen jetzt hier den bei. Boah, bei Steve. So. Jetzt nicht zu dem anderen Transporter. Wir nehmen jetzt ein Bastiv. Werden jetzt. Oh, halt. Nee, erstmal nehmen wir das da. Hallöchen. Meins. So, einmal hier. Dann gehen wir nach Veldale. Ja, das war super. Dann haben wir die Aufgabe noch dazwischen geworfen. Haben dadurch wirklich nochmal eine angeschmissen, dass die Quest läuft. Durchlaufen kann bis morgen und haben uns dadurch ein wenig Stress erspart. Das ist sehr schön. Ich muss echt mal eine Runde nur sammeln, glaube ich mal. Das werde ich aber dann auch nicht aufnehmen. Nur mal hier Blumen sammeln und so. Das Questen und sowas werde ich dann nur aufnehmen und halt die Tagesaufgaben schnell durchlaufen. So, okay, das ist schon mal fertig. Ja, kannst du vielleicht Felicity und Summer Breeze besuchen? Das Gebräu wird morgen fertig sein. Gut, ich würde sagen, wir machen das hier fertig. Wir reiten hoch, flitzen hoch nach Firegrove mit dem Transporter. Ja, dann werden wir das morgen fertig machen. Ja, gut. Sei es drum. Machen wir uns keinen Stress, bringt eh nichts. Ich werde jetzt auch nichts Großartiges noch eine Questreihe anfangen. So, wo ist er denn? Rechts neben mir. Da ist er. Dann können wir auch noch den Stall hier schnell machen. Das ist eine gute Idee. Hallo Felicity. Nicht zu sehen, das glaube ich dir. So, Zustand des Pferdes. Die Tierin scheint sehr ernst zu sein. Sie wollte mir aber nicht sagen, wie ernst. Okay. Ich habe mir jedenfalls von dem Heil erzählt, dass du zusammen mit Avalon vorbereitet. Ich habe also mal noch Hoffnung. Ich weiß ja nicht, wie viel mehr ich würde morgen weiter von Hand füttern. So, das heißt, morgen Avalon die Quest aufnehmen. So, machen wir noch schnell das hier, wenn ich schon hier bin. Dass wir hier auch Ruf gleich wieder nochmal mit reinklatschen. Kann ja nicht schaden, der Ruf. So, ist hier. Wobei hier ist auch noch eine Quest. Wie viel? Ah, nee, ich glaube, das wird zu knapp jetzt. Ich hätte jetzt gerne mehr aufgenommen, aber das wird heute nichts. Dann wird es halt heute weniger Quest. Volle Aufgabe, Aufnahme mehr
Ja, mehr eine Aufnahme mit Aufgaben, die im Schnelldurchlauf durchlaufen, aber hey, das gehört mit dazu zu dem Spiel. So. Und wie gut, dass ihr keinen Ton hattet bei der Schnellaufnahme von dem, was ich gesagt habe, sonst hättet ihr euch nämlich, ja, weggeschmissen vor Lachen. Ach, jetzt habe ich den Welldehn nicht gemacht. Ah, egal. Zu spät. So, haben wir doch. Haben wir doch. So. Ja, dann schaffen wir dann den Welldehn den heute nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es nach Silverglade und der Soulrider Quest geht. Denn da müssen wir auch weitermachen. Und natürlich den Garten, die Gartenpflege, Agneta und Co. Das müssen wir auch noch machen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.